Anfang März feiern die Modellbahnfreunde Sulmtal ihren 20. Geburtstag. Mit einer Verspätung von einem Jahr, aber im vergangenen Jahr war ja Corona-bedingt keine Feier möglich. Und auch dieses Mal hatte der Veranstalter ein wenig Bauchschmerzen, aber mit 3G und Maskenpflicht war die Veranstaltung möglich und sie hat sich gelohnt. Die Gänge waren zwar nicht brechend voll, aber es kamen so viele Besucher, dass der Veranstalter zufrieden war und die Zuschauer ihrerseits hatten fast immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich selber liebe diese kleineren Ausstellungen wie die der Modellbahnfreunde Sulmtal. Sie sind familiär, herzlich und mit viel Herzblut organisiert. Jetzt sind wir hier in unserer Hochwiesehalle und in unserer Ausstellung. Und wir machen hier mal einen kleinen Rundgang. Fangen wir gleich an bei der MBF-Anlage. Es ist eine Modulanlage, die da praktisch komplett von uns aufgebaut wird und aufgewartet wird. MBF, die Modellbahnfreunde Sulmtal. Dann gehen wir rüber zu unserer N-Anlage. Das ist ein neues Projekt, wo wir machen. Die N-Anlage ist noch im Rohbau, wie man sieht. Aber sie kommt auch schon mal ganz gut an, das Ganze. Der Verein hat im Dachgeschoss des alten Wilsbacher Bahnhofs sein Domizil. Dort lagern auch die Module, bis sie zur nächsten Ausstellung wieder gezeigt werden. Aber nicht nur die Eisenbahn wird gezeigt. Dann haben wir hier unsere Schiffe. Die sind alle aus einer Privatsammlung, die Schiffe. Also die sind wirklich sehr schön geworden. Und da kann man eigentlich nur sagen, das ist Abwechslung. Ja? Die Modellbahnfreunde Sulmtal versuchen bei ihrer Ausstellung ein breites Spektrum von Modellbahn bis hin zu Modellbau abzudecken. Ganz unterschiedliche Dampffunktionsmodelle kann man bewundern. Allerdings wird aus Sicherheitsgründen die Dampfkraft durch Pressluft ersetzt. Aber eindrucksvoll ist das Hightech-Spielzeug von Anfang des vergangenen Jahrhunderts immer noch und immer wieder. Die unterschiedlichen Maschinen, die Loks, die Wagen und das Zubehör, lebendige Spielzeugvergangenheit. Dann haben wir die Nostalgie-Märklin-Anlage, die ist ganz hinten. Und natürlich unsere Bastler-Ecke für unsere Kinder, das ist sehr wichtig. Ne? Also das ist absolut top, das kommt auch sehr gut an. Sehr, sehr wichtig, denn Kinder jeden Alters lassen sich von der Faszination des Modellbauens anstecken. Und die fahrenden Modelle faszinieren ohne dies. Und draußen im Foyer haben wir noch eine kleine Börse, sodass also eigentlich im Prinzip alles gut abgedeckt ist. Und natürlich für die Bewirtung haben wir auch natürlich bestens gesorgt. Es gibt gutes Essen, gutes Trinken und die Leute sind alle sehr zufrieden. Kaffee und Kuchen gibt es auch. Und wir haben was ganz Besonderes gemacht. Und zwar ein Sondermodell. Und zwar ist es ein österreichischer Cargowagen mit der Aufschrift 20 Jahre Modellbahnfreunde. Ja, und der kommt so gut in kleiner Stückzahl limitiert. Soll ich es Ihnen mal zeigen? Zeige ich es mal. Ja, dann zeige ich Ihnen mal. Warte mal ein bisschen. Das ist unser Sondermodell, sehr stark limitiert. Also da gibt es wirklich nur wenige Wege. Das ist der Maske runter da. Also der ist auch sehr schnell ausverkauft gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, waren wir echt überrascht. Und der Vereinskasse hat es auch gut getan. In den vergangenen zwei Corona-Jahren waren ja die Einnahmemöglichkeiten eher beschränkt. Zu Gast mit einem großen Parcours war auch der RC Modellsportclub Öhringen mit seinen ferngesteuerten Funktionsmodellen. Fahrzeuge, die schon durch ihre schiere Größe beeindruckten. Und wie sagte ein kleiner Bub, das sieht aus wie in echt. Da hat er recht, der kleine Mann. Ein anderer kleiner Junge traf vor 11 Jahren erstmals auf die Eisenbahnfreunde. Es ist mein Enkel Luis. Gestern saß er wieder am Schaltpult, unterdessen 18 Jahre alt. Und er sagte, Opa,
Film doch bitte den Schweizer Zug mit den Doppelstockwagen. Der sieht doch toll aus und das ist bestimmt ein schönes Bild für dich, wenn er aus dem Tunnel kommt. Ja, und der Opa macht das natürlich gerne. Doch was kam nicht aus dem Tunnel? Der Zug. Und wer saß am Steuergerät und hat sich einen Ast gelacht? Mein Enkel Louis. Immer für einen Schabernack gut. Ein großartiger Enkel. Der Zug, er kam halt etwas später. Wir haben uns bei der Veranstaltung in Wilsbach beide wohlgefühlt. Mein Enkel und ich auch. Erstens mal wieder ein schöner Ausflug zusammen und zum anderen, die Modellwelt ist faszinierend, aber man braucht solche Veranstalter wie die Eisenbahnfreunde Sulmtal, die so etwas auf die Beine stellen, die eine Ausstellung organisieren, eine überaus interessante Ausstellung und diese dann auch realisieren mit jeder Menge Begeisterung. Es gibt noch was Besonderes für die 20 Jahre, und zwar diesen Regenschirm. Wir haben auch was gemacht, Sonderangebot, Regenschirm, und den kriegen Sie nachher von mir. Den kriege ich nachher von Ihnen. Den kriegen Sie von mir nachher, damit Sie ewig an uns denken. Weil es heute nicht regnet. Ja, weil es heute nicht regnet, kriegen Sie den heute von mir, damit Sie einfach an uns denken. Okay? Okay, das mache ich. Gerne sogar. Vielen Dank und allzeit gute Fahrt.